Herzlich willkommen zum Basismodul Marketing im Gesamtmodul Bildungsmarketing. Mein Name ist Professor Dr. Michael Bernecker und ich darf Sie in den nächsten Minuten zum Thema Bildungsmarketing begleiten. Der Einstieg in die Thematik Bildungsmarketing funktioniert immer so über ganz grundlegende Begriffe am besten und auch zielführend. Ich habe jetzt zunächst mal eine klassische wissenschaftliche Definition für Sie, was wir unter Bildungsmarketing eigentlich verstehen. Bildungsmarketing umfasst alle gezielten Aktivitäten, Institutionen und Prozesse von Bildungsleistungen, um diese zu entwickeln, zu kommunizieren und zu realisieren, die einen Mehrwert für Kunden, Teilnehmer, Mitarbeiter und Bildungsanbieter haben. Diese Definition ist jetzt natürlich ein bisschen sperrig, deswegen lassen wir uns die doch mal so im Detail anschauen, was so die Idee hinter diesem Begriff eigentlich ist. Denn es geht ja auch darum, so ein Verständnis einer wissenschaftlichen Definition auch für den Alltag umsetzen zu können. Zunächst war der Einstieg erstmal alle gezielten Aktivitäten. In vielen Unternehmen wird Bildungsmarketing immer so verstanden, wir machen da jetzt mal einen Flyer und dann können wir halt eben unsere Bildungsleistung, ob jetzt ein Seminar oder ein Lehrgang, auch sinnvoll vermarkten. Marketing ist mehr als Werbung und Flyer, denn es geht hier um alle Aktivitäten, die ein Unternehmen umfasst, und zwar auch die bewussten Aktivitäten, Ansprache von Kunden. Es geht auch darum, wie zum Beispiel die Bildungsleistung erbracht wird. Also mehr als Werbung. Institutionen sowie Prozesse. Viele glauben im Bildungsbereich, man könnte jetzt dieses Marketing-Thema einer einzelnen Person delegieren und die macht das dann. Das ist dann unsere Marketingabteilung. Das war so das Verständnis aus den 70er Jahren. Man delegiert das, irgendeiner vermarktet jetzt etwas und dann passt das schon. Da wir im Bildungsbereich in einem Dienstleistungsumfeld tätig sind, wo wir eine sehr starke Interaktion auch mit unseren Teilnehmern haben, funktioniert das dort so nicht so gut. Deswegen müssen wir sehr genau darauf achten, dass alle beteiligten Personen und Institutionen, also auch unterschiedlichen Bereiche, auch ein gemeinsames Verständnis davon haben, dass der Teilnehmer ein Kunde ist und damit dann halt eben auch für seine eigenen Handlungen verantwortlich ist. Also Marketing ist nicht nur was für die Marketingabteilung, sondern tatsächlich fürs gesamte Bildungsunternehmen bzw. den gesamten Träger. Ja, entwickeln, kommunizieren und realisieren. Es geht nicht darum, wir machen da jetzt mal einen Lehrgang und das ist unser Hobby, den hätten wir gerne umgesetzt. Wir haben da auch vielleicht ein Sendungsbewusstsein und jetzt muss dieser Marketingmensch da mal einen Flyer machen und das vermarkten. Bildungsmarketing deckt den Gesamtprozess ab. Das heißt, wir müssen uns ein paar Gedanken darüber machen, wie sind wir positioniert, wie gehen unsere Teilnehmer, unsere Kunden mit unseren Leistungen um und was sind deren Ansprüche. Viele Bildungsleistungen werden so am weißen Tisch definiert und dann wundert man sich hinterher, dass keiner kommt. Und dementsprechend fängt Marketing auch in der Entwicklung von guten Maßnahmen an und endet dann hinterher tatsächlich auch bei Transferfragen, dass wir uns die Frage stellen müssen, was kann unser Teilnehmer tatsächlich mit dem, was wir dort gemacht haben, anfangen? Also nicht nur reine Vermarktung. Sollte einen Mehrwert stiften, und zwar einen konkreten Mehrwert. Unsere Teilnehmer kommen in einen Lehrgang, in eine Schulung, in ein Seminar und sie möchten etwas mitnehmen für sich. Auch wenn der Teilnehmer vielleicht keine Teilnahmegebühr bezahlt, also vielleicht ein öffentliches Angebot ist, sollten wir uns doch immer diese Frage stellen, was kann unser Teilnehmer eigentlich mitnehmen? Und was ganz wichtig ist, eben nicht nur der Teilnehmer, sondern halt eben auch alle anderen. Deswegen haben wir hier auch diesen Bereich Kunden, Teilnehmer, Mitarbeiter und natürlich auch der Anbieter an sich. Wir sprechen da von einem Stakeholder-Ansatz. Das heißt also, Marketing geht weit über das Kundenverständnis hinaus. Unter Umständen haben wir zum Beispiel Angebote, wo wir im Markt einen guten Tagessatz oder ein Honorar oder eine Lehrgangsgebühr bekommen können, um damit unseren Bildungsträger oder unsere Institution zu refinanzieren, um damit dann halt eben vielleicht andere Bildungsleistungen finanzieren zu können, für die es keinen Marktpreis gibt. Also es sollte einen Mehrwert für den Anbieter haben, es sollte einen Mehrwert für den Teilnehmer haben, den haben wir ja schon mal angesprochen, und gleichzeitig allerdings auch für den Kunden. Im Bildungsbereich ist es nämlich sehr typisch, dass wir ganz oft die Konstellation haben, dass Teilnehmer und Kunde nicht übereinstimmen. Das heißt, ein Unternehmen zum Beispiel entsendet einen Mitarbeiter in eine Weiterbildung, dann haben wir da den Teilnehmer und vielleicht die Personalabteilung stellt den Kunden dar.
Also müssen wir für beide auch einen Mehrwert finden. Also zum einen die Teilnehmerzentrierung in der Bildungsleistung an sich und dann natürlich auch die Kundenorientierung darüber hinausgehend. Und dann sollte man natürlich auch nicht vergessen, den Mitarbeiter, und zwar alle Mitarbeiter im Bildungsunternehmen, eben nicht nur den Referenten, Dozenten, der vielleicht auch die Sachen machen möchte, die ihm Spaß haben, machen. Oder wenn wir halt eben darüber nachdenken, dass wir im Bildungsbereich viel mit freien Mitarbeitern arbeiten oder Honorarkräften, dann möchten die natürlich auch einen Mehrwert haben, nämlich irgendwie ein anständiges Honorar, dass sie auch davon leben können. Also Bildungsmarketing sollte sich an unterschiedliche Zielgruppen wenden. Ja, das war die Theorie. Hier habe ich jetzt mal die Praxis für Sie, nämlich das Verständnis, was in vielen Unternehmen oder Bildungsträgern zum Bildungsmarketing existiert. Da gibt es hier oben links diesen Mensch, der den Mantel aufmacht. Da gibt es immer so ein schönes Zitat, was ich mal sehr früh in meiner Karriere gelernt habe. Marketing wäre es die Kunst, den Kunden so über den Tisch zu ziehen, dass die entstehende Reibungswärme als Nestwärme empfunden wird. Da steckt so ein bisschen so ein unseriöser Touch drin. Viele haben das Gefühl, viele Bildungsleute, naja, diese Marketing-Vertriebsleute, das ist alles unseriös. Wir würden uns verkaufen. Nein, das Grundverständnis ist eben nicht so, sondern es geht darum, die guten Leistungen, die wir haben, auch gut darzustellen, dass sie die richtigen Teilnehmer und auch genügend Teilnehmer bekommen. Für viele Bildungsanbieter ist Marketing immer so ein bisschen so wie so eine Feuermelderfunktion. Man macht es erst dann, wenn es brennt. Das heißt also, es fehlen irgendwie Teilnehmer und jetzt muss man mal schnell etwas machen. Vielleicht ist das nicht der richtige Ansatz, weil wenn das Haus richtig brennt, dann sollten Sie vielleicht nicht den Marketingmenschen anrufen, sondern lieber den Insolvenzverwalter, der das ganze Ding dann abwickeln kann. Das heißt also, wir gehen schon von einem strategischen Verständnis aus, dass man halt eben Marketing so aufbauen sollte, dass es halt eben nachhaltig funktioniert und eben nicht nur, wir machen das mal eben, um ein paar Teilnehmer zu gewinnen. Marketing hat auch was damit zu tun, dass wir so einen Blick in die Kristallkugel machen. Alle Marketingaufwendungen sind keine Kosten, sondern sind Investitionen, und zwar Investitionen in Kunden hinein. Und das ist natürlich so ein bisschen so eine Kristallkugel, weil wir investieren in etwas, was wir nicht unter Kontrolle haben, wo vielleicht diese Investitionen irgendwann mal zurückkommen. Und das ist eigentlich die ganz große Kunst, dieses Vertrauen zu haben, zu sagen, unsere Marketingaktivitäten funktionieren, sind gut und werden halt langfristig wirken. Ja, und das Letzte, Sie sehen das da unten, wenn Sie Kinder haben und legen denen mal eine Forelle auf den Tisch, dann heißt es meistens I, aber Fischstäbchen gehen immer. Also viele gehen immer davon aus, dass Bildungsmarketing so etwas wäre, wir machen das jetzt mal hübsch. Ja, insbesondere, wenn wir eigentlich schlechte Produkte haben, wird von den Marketingleuten immer erwartet, jetzt mach da mal was, dass ein paar Teilnehmer kommen. So funktioniert es nicht. Die Qualität muss stimmen, wir müssen ein gutes Bildungsprodukt haben und dann kann man es auch gut vermarkten. Das zeigt jetzt so ein bisschen, dass Theorie und Praxis nicht ganz immer so konform gehen. Wir aber eine gute Chance haben, dieses Verständnis, was wir da haben, auch in der Realität umzusetzen. Und das wäre jetzt tatsächlich im Modul für Sie die Leitfragen, die ich jetzt für Sie vorbereitet habe. Vielleicht reflektieren Sie einfach mal, was so Ihr Bildungsmarketingverständnis ist. Tauschen Sie sich da auch ruhig mal mit Kollegen aus der Branche. Wie gehen die eigentlich mit dem Thema um? Und versuchen Sie mal, diese wissenschaftliche Definition wegzulassen und versuchen Sie mal mit den Kollegen zu diskutieren, was würdest du denn da hinschreiben? Was ist für dich Marketing und wie leben wir das hier eigentlich? Dann die Frage, wenn Sie aus einer Einrichtung kommen, ob das eine Hochschule ist, eine Schule ist oder ein Träger ist, was ist dort das Verständnis von Bildungsmarketing? Gibt es da irgendwie so eine Teilzeitkraft, die macht da mal was? Oder ist das tatsächlich auch Aufgabe für die Geschäftsführung und beschäftigt man sich regelmäßig damit, wie können wir uns gut vermarkten? Welche Aufgaben gehören dazu? Das heißt also, wie definieren Sie das? Machen Sie es ganz eng und fokussieren Sie es nur auf Kommunikation? Oder gehört bei Ihnen auch Produktentwicklung, Innovationen dazu? Oder Service, wie gehe ich mit den Teilnehmern um? Also was ist Ihr Verständnis für Marketing und welche Aufgaben zählen Sie dazu? Ja, und dann ist genau das letzte Chart nochmal hervorgeholt, was ist so die Reputation? Was denken eigentlich die Kollegen über Marketing? Wenn Sie diese Fragen reflektieren, kriegen Sie ein gutes Verständnis dafür, was Bildungsmarketing eigentlich sein kann. Und vor allen Dingen haben Sie einen guten Ansatzpunkt fürs Gesamtmodul, dass Sie mit dem Verständnis tatsächlich auch das, was wir da mit Ihnen gemeinsam erarbeiten, auch gut hinterher umsetzen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Realisierung von Ihrem Verständnis zum Thema Bildungsmarketing. Vielen Dank.